Einst war das Zementwerk in Karsdorf mit 3000 Beschäftigten das größte in der ehemaligen DDR. Aus der Werksbahn ist nach der Wende die Karsdorfer Eisenbahngesellschaft hervorgegangen. Eine Besonderheit ist die Baureihe V75. Von den tschechischen Loks hat die Reichsbahn in den 60er Jahren 20 Stück angeschafft. Zwei davon gelangten nach Karsdorf. Vier weitere sind Anfang der 90er Jahre direkt aus Tschechien gekommen. Die dieselelektrischen Maschinen sind von Erscheinungsbild her recht gewöhnungsbedürftig. 750 PS Leistung stehen zur Verfügung. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 60 km/h. KEG 004 hat einen Lokzug am Haken. Er ist auf dem Weg in die eigene Werkstatt. Die Werkstatt ist für den gesamten Fahrzeugpark zuständig. Auch Fremdaufträge werden übernommen. Hinter der Werkstatt ist das eine oder andere abgestellt. Werklok 001 hat noch die alte Farbgebung. Charakteristisch ist das Motorengeräusch. Nicht umsonst hat die V75 den Spitznamen Krabbenkutter. Bis zur Insolvenz der Karsdorfer Eisenbahngesellschaft im Jahre 2004 gehört auch der Bauzugdienst zum Geschäft. Auch die V60 der KEG sind regelmäßig im Bauzugdienst eingesetzt. Diese V60 wurde 1979 bei LEW gebaut und an das VEB Bauelementewerk Hennigsdorf ausgeliefert. Im Jahre 2013 wird der ehemalige Goldbroiler verschrottet.